Junge Moin Flüt und Ahoi, liebe Landratten und Landrättchen, und damit herzliches Willkommen zurück zu Anno 1800 im Anarchisten Endlos Let's Play. So, wir haben hier noch eine kleine Aufgabe von Dr. Hugo Marcier. Die Zeit ist jetzt. Du musst handeln. Erhebe dich. Erwache. Oh, noch ein Anarchisten? Hatten wir letztes Mal bekommen. Utopisch, naiv, kindisch, lächerlich. Ach, wie es diese Lackaffen an der medizinischen Fakultät genossen haben, meine Ideale zu verspotten. Aber ich war schon immer ein besserer Mensch als sie. Ja, ich werde ihnen meine Türen öffnen und sie betrachten lassen, was sie einst verlacht haben. Erübrigen sie ihnen diese förmliche Einladung. Überbringen. Was? Ja, hallo, gib her. Das Fenster zurück. Eine große Welle. Geh da raus und tu es. Sei impulsiv. Okay, soll ich jetzt... Ist ja schon wieder eine verpackte Mission. Wenn ja, dann... Ein Blinzeln kann dir Erfolg verheißen. Weiß ich auch nicht. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Nö. Was? Oh, gütiger, ich habe sie für den Fotografen gehalten. Okay. Ja, ein bisschen was lektorieren müssen wir. Eine Atempause von der Gewalt. Ein Waffenstillstand wurde vereinbart. Ob durch Zerstörung oder strategischen Wert eine Pause zum Handeln bewegt, ist unwichtig. Jetzt können wir Wunden lecken, Lagen neu bewerten und vielleicht Friedensüberlegungen angestellt werden. Die Führer beiden drei Seiten sind angeblich zufrieden. Destillationsknappheit. Der Mangel an Schnaps aufgrund von schändlicher Misswirtschaft lässt in Rife sur Fruix die Essenz der Gesellschaft verfliegen. Die Einheimischen wissen nicht wohin, nachdem ihnen die Flasche vorenthalten wird. Erhöht an der Flasche! Katastrophale Explosion. Eine Explosion hat das industrielle Herz von Anderburg gesprengt. Ein gewaltigen Knall folgte weiträumige Zerstörung. Okay. Erfolgte weiträumige Zerstörung, nachdem in einer Fabrik ein verheerender Fehler auftrat, der auf mangelnde Voraussicht zurückgeführt wird. Ja, ist klar. Der so. Wind hat sich gedreht. Von mir werden Sie keinen Mucks hören. Auch natürlich wissen Sie, was das Beste ist. Okay. Das darfst du nicht. Ja. Sie haben an Einfluss gewonnen. Siehst du, das tut auch mal ganz gut. So. Mal überlegen, was brauchen die hier eigentlich als nächstes? Konserven. Rum. So, warten wir jetzt. Warte mal. Ist ja schon wieder eine ganze Ecke her. Rum Express existiert trotzdem. Okay. Genau, jetzt nimmt er auch ab. Eine Zeit lang hatten wir ein ganz komisches Plus. So, oh. So, und irgendwas auf Krumbacher soll auch explodiert sein. Das ist natürlich auch nicht so doll. Oder zumindest Feuer gefangen haben. Ist aber alles gut. Oh. Wait, haben wir hier keine Feuerwehr? Das ist eher nicht so gut. Freunde. Eieieiei. Na gut, also ich hoffe mal, es geht da drüben gut. Zwei Feuerwehren sollten eigentlich ausreichen, um den restlichen Fall zu beheben. So, Fenster. Wir könnten richtig satte Kohle machen, glaube ich. Und wenn wir mit der Fregatte... Das Kanonenboot ist eigentlich mittlerweile sehr überflüssig geworden, muss ich sagen. Der Falke ist bereit. Ich würde sagen, das verkaufen wir mal.
In Zeiten von Fregatten bringt ein Kanonenboot nicht mehr wirklich viel. So, Waren, Fenster. Und die verkaufen wir mal. Das bringt uns nämlich ein bisschen Cash in the Tash. Ja. So, das ist die Bierrute. Okay, verstehe, verstehe. Das soll ausreichend sein. Das soll 141. Das sieht eben nicht ansatzweise so aus, finde ich. Naja, also da finde ich. Obwohl. Naja, was weiß ich. Ich bin nach wie vor sowieso der Meinung, der cheatet sich hier ein Wolf, weil der ist in der neuen Welt null angekommen. Hat hier keine einzige Insel, ja. Hat aber schon Investoren. Das ist klar, logisch. Ne? Macht man halt so. So. Warte mal, muss ich mal wieder meine persönliche Richtung hier für die Kamera eingerichtet haben. So. Wo wollte ich eigentlich noch was machen? Also das hier ist, glaube ich, Zuckerrohr, die Insel. Hier war keine Ahnung was. Und hier, ich glaube, hier wollten wir Baumwolle machen, ne? Ist nur noch ein bisschen verfrüht. So, Feuerwehr haben wir, das haben wir. Polizei wird derzeit nicht wirklich benötigt. Haben wir hier rum? Nee, rum haben wir hier leider nicht. Das heißt, wir kriegen sie. Ich bin es gewohnt, nicht viel zu haben. Von der Zufriedenheit erstmal nicht wirklich hoch. Bananen haben wir aber. Stimmt, wir wollten ja irgendwo eine Bananenrepublik aufmachen, ne? Oh mei. Also das hier würde in der Theorie, eventuell auch für beides lang, aber da wir hier auch noch Gold, Mais, ja, das ist eine gute Frage. Wohin mit der Bananenrepublik? Die Bananenrepublik bräuchte eigentlich sehr viel Wasserzugang. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Was? Die Feuerwehr ist nicht mehr geschafft, euch zu retten. So. Mal wieder in die südliche. Dele den. Die hier würde sich noch ziemlich gut anbieten. Also hatten sie es irgendwie schon so benannt? Nö, das hier ist einfach irgendwas. Das hier ist Tackerei. Tackerei ist jetzt einfach mal wieder unser klassisches Tropico. Das hier ist auch Tackerei. Wait, what? Hast du deinen Beitrag geleistet? Das zufriedene Lächeln am Ende wiegt alle Unannehmlichkeiten auf, nicht wahr? Definitiv. So, warte mal. Hier ist Kakao. Ne, Kaffee. Entschuldigung, Kaffee und Tabak. Das hier wird dann wahrscheinlich eher eine Insel für Kaffee und Tabak werden. Auch wenn sie nicht wirklich groß ist. Ei. Also manchmal weiß ich echt nicht, wohin hier mit den Siedlungen. Soll ich eine Flursiedlung hier reinquetschen oder soll ich sie hier hinten irgendwie? Spielstand gespeichert. Spiel macht es einem aber auch nicht wirklich leicht. Warte mal, wenn wir hier Kaffee und Mais drauf machen. Beziehungsweise, warte mal, Kaffee haben wir auch hier. Ja, nee, aber das hier ist jetzt primär für rum. Und Öl, Gold, eventuell auch noch Kautschuk. Ja, für die späteren Ketten, weil wir kriegen hier keine so große Bevölkerung drauf, es sei denn, wir expandieren hier über die Flüsse mit der Stadt. Nee, muss alles nicht sein. So, dann machen wir aus dieser hier. Dass die alle alles haben, das ist so. Das hier sollte Baumwolle, glaube ich, sein, ne? Komm.
Kotten, Holla, da viel Nee. So. Hier machen wir Baumwolle hin. Und theoretisch wird hier auch noch Kakao später hingehen, denke ich mal. So, hier machen wir irgendwas wie Tabak und Kaffee. Jetzt stellt sich die Frage, also am liebsten würde ich... Welch seltene was? Schmetterlingsart. Darf ich mir das mal näher ansehen? Um eine Niederlassung zu gründen. Ja, von mir so aus. So eine beeindruckende Vegetation. Ich muss dir danken. Alles gut, Mädel, alles gut. Ich suche Ihnen nochmal eine Insel hier. Oh, das ist die Insel aus der Kampagne. Wenn ich was richtig deute. Hier gibt es Bananen. Hier wird es sich auch von den Stränden her anbieten. Hier. Ne? Fisch anzubauen. Bananen überall. Das ist nicht sogar die aus dem Multiplayer, die wir zur Bananenrepublik gemacht haben. Sieht auch ein bisschen anders aus, ne? Mit dem Schwarmboy. Guti. Das heißt, ja, wir müssen nochmal expandieren, um eine Bananenrepublik aufzumachen. Und das hier nennen wir dann mal, Tabak und Mais. Hm. Einfach nur, damit wir uns erstmal merken. Weil hier kommt erstmal so schnell keine Siedlung drauf. Aber Hauptsache, wir safen uns das alles, Freunde. Das ist natürlich auch wichtig. So, wir haben auch gar kein Schiff hier. Das ist toll. Ist nur eins auf dem Weg hierhin? Nö. So. Neue Befehle? Welch höchst erfreulich. Und alles mit dem Siegel der Königin. Pflicht erfüllt. Auf die alte Zeit Dame für ein Nickerchen. 51.000 gemacht, mal eben mit dem Verkauf von Fenstern. Very nice. Clipper. Hatten wir nicht mal einen Clipper? Fregatte, Fregatte. Clipper, der Rum-Express. Der da? Nö. Gut, aber der Rum-Express, den können wir jetzt nicht wirklich irgendwo abziehen. Könnten uns theoretisch... Ihre Majestät benötigt kaum einen... Ja, kommen für 8.000. Ein neuer Auftrag? Können wir uns auch mal die Rangoon leisten. Wunderbar. So, jetzt muss ich mal überlegen, ob wir... Hier oder wo war das? Hier. Hier haben wir uns einen Anteil gegönnt. Und ich würde sagen, wir snacken uns einfach noch ein. Ich meine. Je größer die Kluft zwischen Arm und Reich, warum nicht? Desto mehr Blut wird am Ende fließen. Jojo, das, was du sagst da, ne? So. Jetzt müssen wir erstmal zusehen, dass ein wir die hier. Der hat eine Siedlung errichtet. What? Ach hier, ich dachte, du wolltest in den Süden, Madame. Naja, von mir aus. Ich brauch die nicht. So, was genau braucht ihr denn? Varieté, okay, ist das eine. Konserven, ist das andere. Konserven können wir in der Theorie... Ein Feuer ist ausgebrochen. Oh, warte mal. Wir hatten schon angefangen. Bereit für neue Befehle. Da ist die Enterprise. Wo brennt sie jetzt schon wieder? Ein Brot ist Lava. Aber hier haben wir natürlich eine Feuer. Eine nur. Auch ein bisschen mager, ne? So, wir können hier nochmal eine zweite hier. Könnt ihr haben, Freunde. Gönnt's euch. So, wait. Wir haben... Es ist leider ein bisschen her, dass ich dieses Szenario, also Endlosspiel gespielt habe. Und da bin ich mir ganz so... Paprika und Rind bringen wir schon nach... Annoburg. Kann es sein, dass wir hier einfach nur noch Konservenfabriken bauen müssen?
das wäre mal very easy dann. Ne, warte mal, Großküchen und dann Konservenfabriken, ne? So müsste der Aufbau. Das ist wieder die große nächste Frage. Wohin damit? Wohin damit? Also momentan ist unsere eher Schwerindustrie hier unten oder hier auf dem Berg. Hier auf dem Berg wird es eigentlich noch, obwohl wenn wir hier mit Eisen auszuexpandieren, auch nicht mehr so. Schwein ist jetzt schon eher eine Grenze. Die Insel ist groß, aber man muss ja auch irgendwie voraussichtlich planen. Vorausschauend planen, heißt es. Ich würde sagen, wir bauen das mal hier irgendwie hin, aber wir müssen achten, dass wir irgendwie mit den Eisenbahnen hier auch noch durchkommen. Ja, ich würde sagen, wir bauen mal zwei von denen. Kann hier erstmal nicht schaden. So, warte mal, wie war das jetzt hier? Eins. Die Flammen wurden gelöscht. Protoslava, müssen wir irgendwas bei dir wieder aufbauen? Oder ist alles gut gegangen? Schaut eigentlich alles gut aus, ne? Goodie. Warte mal, wir haben 4 und 4. Das heißt, wir können uns auch 4 von diesen Küchen hier holen. Also noch Küchen, oder? Naja. So, hier gibt es auch gleich nochmal ein Upgrade, was die Fahranlage angeht. Wir müssen nochmal ganz kurz irgendwie was verkaufen. Irgendwas von Wert. Rum. Seife, Brot. Warte mal, haben wir noch Fenster? 80. Ja, so viel brauchen wir glaube ich jetzt auch nicht mehr. Nehmen wir davon auch noch mal hier mit. Zack. So. Das verkaufen wir nochmal hinten bei Herrn Archie. Sind unterwegs. Machen wir im Schnellvorlauf. Weil wir haben kaum noch Geld. Machen sie von der Bilanz her ordentlich was. Aber der Rest ist halt nicht so richtig hoch. Unter 10.000. Das zieht natürlich ein bisschen rein, ne? So. Auf ihren Befehl. Da kommt unser Schiff. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Hallo? So viel Gegenwind hier oder was? Erwarten neue Horizonte. Ein königlicher Handel. 27.000 nur. Na, da habe ich mir ein bisschen mehr von erhofft. Die Fabriken allein sind ja schon sehr teuer heutzutage. Setz die Segel. Wir haben hier noch eine Aufgabe. Vielleicht finden wir hier irgendwas damit Geld. Jeden Tag eine gute Tat? Oh, eine Fotografie. Das ist immer am einfachsten. Ein schöner Tag vor einer Hochzeit. Machen Sie doch eine Fotografie von dem glücklichen Paar in der Kirche, ja? Wollen Sie uns das Leben noch mehr versüßen? Gerne doch. So, wo ist denn das süße Paar in der Kirche? Spielstand gespeichert. Offensichtlich hier. Foto abschicken. Eine bescheidene Hochzeit. Eine dreibeinige Ziege. Was ist das denn? Treibnetz. Beeinflusst Fischereien offensichtlich. Das glückliche Paar sagte kaum etwas. So sprachlos waren Braut und Bräutigam angesichts der Großzügigkeit aller, die bei ihrer idyllischen Hochzeit in der lokalen Kirche zugegen waren. So, Items, Fischernetz, beeinflusst Fischereien und Perlenfarm, Produktivität plus 35%, ordentliches Jagdglück, Halleluja, das sollten wir auf so einer Jagd, warte mal, haben wir nicht sogar eine Expedition mit Jagdglück? Tier, was ist das mit Jagen? Ich werde dann mal die alte Seekiste durchwühlen.
Admiral auf der Brücke. Dann würde ich sagen, packen wir das Item mal auf die Enterprise und dann kann die Enterprise vielleicht mal eine zoologische Expedition angehen, würde ich sagen. Nee, das ist Piratenjagd. Sorry. Da. Zoo und logisch. Ich werde niemals seekrank. So. Waren. Rationen. Nimmt halt Fisch mit. Warum nicht? Und Geschick. Was brachte denn nochmal Geschick? 20 Holzbretter. Ein Feuer ist ausgebrochen. 20 Segel, Geschick 15. Fend oder mal Items. Irgendwas hier mit Geschick 20. Jo. Das wird auch mal 10% Jagdglück mit uns bringen, aber. Oh, wirklich Holzbretter? Ich meine, Holzbretter ist echt nicht wertvoll, ne? Das kostet sich viel. So, Expedition beginnen. Gute Reise, Enterprise. Bringen uns ein schönes Team mit für unseren Zoo. Bereit für den Einsatz. So, und wir nehmen mit Gen Süden. Das hier. Ihr beschützt das Schiff. Auf in die neue Welt. Sehr schön. Hätten wir das auch erledigt? Haben wir vielleicht sogar noch ein Tier für die für den Zoo hier übrig? Nee. Nicht mehr auf Halde zumindest. Deine Truppe ist ganz schön auf Zack. Jo, nee, wir sind eine ganz zackige Truppe hier. Die Flammen wurden gelöscht. Oh, in Tropico auch. Okay. Das ging sogar ein bisschen an mir vorbei. Warte mal, hier könnten wir doch noch. Ah, nee, hier sollte wahrscheinlich. Das Artikel mir aufgehoben für Boxclub. Ja. Na, schauen wir mal. Oh, hier ist der Rum-Express gerade eingelaufen. 59 Tonnen Rum werden geladen, um die Kehlen in der alten Welt zu stillen. Ja, ne? Heißt das so. Okay, ja Freunde, ich würde sagen, ich bedanke mich mal fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne kommentieren. Oder wie ich auch husten. Abonnieren und liken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Rumlubbel, Moss.